Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wusstet ihr eigentlich? Ja, wusstet ihr eigentlich, dass man wie zum Beispiel jetzt hier so eine auswegslose Situation, wo Torrent sich halt nicht wirklich drehen kann, weil das Pferdchen hat ein bisschen einen Wendekreis, ne? Ist halt ein bisschen pummelig. Dass man sich trotzdem hier drehen kann, ohne abzusteigen, weil würde ich jetzt absteigen, der Pfad hier ist so schmal, da würde ich da runterfallen. Und wenn ich mich drehen will, dann, ihr wisst, Torrent würde dann ganz leicht ausscheren und wir würden auch runterfallen. Es gibt einen Trick, und zwar braucht ihr für das Teleskop das Equipment und schauen mal in die andere Richtung. Und oh Wunder! Verdammt! Es geht auch andersrum. Bupp. Ey, das war jetzt aber keine Volldrehung. Ein kleines Faulpony. Nochmal darum. Jo. Träumchen. Gut gemacht. Braves Zauberpony. Ja, und das kann euch eventuell das ein oder andere Mal vielleicht den Arsch retten. Es gibt ja so ein paar Stellen, gerade hier in Caelid, ich sag nur, irgendwo hier ist das doch hier. Ach, ihr kennt diese Scheißstellen halt. Ne? Und da, bei den Wurzeln vor allem, da ist das wohl ziemlich hilfreich. Jo. Ja, und da wären wir schon bei der nächsten Sache. Wusstet ihr eigentlich, dass ihr die Anrufung Drachenklaue, das ist das da, was ihr da unten links seht, das ist ja normalerweise das da, und dann könnt ihr noch einen zweiten Hieb nachsetzen. Und das hat sich's dann. Ja? Dass ihr das unendlich verketten könnt, indem ihr das ein bisschen taktmäßig mit der linken und mit der rechten Hand, beziehungsweise mit der rechts und links immer wieder neu castet. Und ja, man kann das auch abschließen dann mit einem zweiten Hieb nochmal so beenden. Als Beispiel. Der Trick ist dabei, ihr braucht einfach zwei Talismänner. Dann könnt ihr euch da so fortbewegen, als hättet ihr keine Beine. Hier, Moment, ich zeige es nochmal. Zack. Zack. Das ist schön. Und vor allem sollte das theoretisch auch funktionieren, wenn man ein bisschen schneller zaubern kann und so. Ja, ist ganz praktisch. Drachenklaue vielleicht bis dato etwas unterschätzt gewesen. Kommt ganz drauf an. Also wenn man voll auf Drachenanrufungen geht, sollte man vermutlich das Teil hier benutzen. Das war mir in dem Moment jetzt eigentlich auch egal, weil es war nur zum Zeigen. Und ja, das wäre doch ganz interessant. Da kann man die Drachenklaue ins Unendliche, naja, zumindest solange ihr Mana habt, verketten. Wusstet ihr eigentlich, das ist eher was für neue Spieler? Beziehungsweise nice to know für die, die es noch nicht wussten. Wenn ihr Radan besiegt habt und der Komet steckt ein, wird dies jetzt neuerdings mit einem roten Symbol gekennzeichnet, dass ihr wisst, wo ihr hin müsst. Ja. Naja, bis denn dann. Tschüss.